herzlich willkommen zurück zu Fallout 76. Nachdem ich ja in der letzten Folge in den unheimlichen Höhen war mit den Anwärtern der Bruderschaft und so weiter, ist es anscheinend nicht gut gelaufen, denn Norland ist gestorben auf der Mission und Ritter Shin ist schwer verletzt. So, jetzt sollte ich hierher kommen, um den gefundenen Pitboy, Gelehrte Valdez, zu bringen. Irgendwelche Neuigkeiten? Ja, ich habe einen Pitboy. Und nehme es mit dem Ödland auf. Ja, mach das. Gutes Gelingen. Mal sehen, was die Valdez zu dem Pitboy zu sagen hat. Bin mal ganz gespannt. So. Ach so, wartet mal. Ich könnte jetzt auch aus meiner Power-Rüstung erstmal raus. Die Siedler wollen. Was? Aber sie blicken nur zu. Jetzt. Wenn wir die Vergangenheit nicht verstehen, den Fehler noch machen. Nein! Ach, Mensch. Ich wollte gerade sagen, ich drücke hier die ganze Zeit die Space-Taste, aber irgendwie ist nichts passiert. Vorsicht vor weiteren Angriffen der Supermutanten. Ja. Vor allem sahen die auch komisch aus, Mister. Ja, die hatten irgendwie keine Sonne abgekriegt. Wo muss ich denn jetzt hin? Nach oben. Genau, die Valdez ist ja die hier. Die ich auch sehr sympathisch finde. Passt du auch finde. Gut auf? Was? Ich passe immer gut auf. Hey, hast du Marsha gesehen? Ein Mädchen mit langen schwarzen Haaren und jugendlich rebellisch? Oh. Schon gut, Ritter Shin möchte, dass du herausfindest, woher dieser Pitboy stammt. Ihr kleiner Bruder hat auch nach ihr gefragt. Was hat das mit Marsha eigentlich auf sich? Sie war eine Weile nicht mehr in Fort Atlas. Eigentlich wäre ich nicht so besorgt, aber die Wahrheit ist, sie ist nicht die Einzige. Wir haben von verschwundenen Personen in ganz Appalachia gehört. Okay, ihr kleiner Bruder hat auch nach ihr gefragt. Dann hast du sie nicht gesehen? Nein. Oh, Mist. Ich hatte es gehofft. Egal. Sag einfach Bescheid, wenn du sie findest. Ist gut, mach ich. Schon gut. Ritter Shin möchte, dass du herausfindest, woher dieser Pitboy stammt. Befehle des Ritters? Ich kümmere mich sofort darum, aber es sollte jemand nach Marsha suchen. Du hast recht. Wenn du keine anderen Aufträge von Ritter Shin hast, könnte ich hierbei deine Hilfe wirklich gut gebrauchen. Ich führe eine Diagnose des Pitboys durch. Sprich mich an, wenn du verfügbar bist. Ich mache mir Sorgen. Ah, ich soll also Marsha suchen. Ritterliche Booster-Quest abgeschlossen. Kann ich was für dich tun? Uno momento. Ich will erstmal warten, was hier so kommt. Gegritte Red, Kakerlake, Stimpack, Railway, aufbereitetes Wasser, Bauplan, leichte. Was? Was für ein Bauplan? Ich kann doch gar nicht so schnell lesen. Die Wissenschaft hat einst viele Probleme gelöst, aber sie, wozu sie noch geführt hat. Baupläne. Gut, dass wir unsere Technologie bewachen. Schade, dass hier alles so kaputt ist. Bei Notizen, ne? Ich würde mir gern die Sterne anschauen. War das bei Notizen? Oh Mann, ich bin völlig raus. Wenn ich immer im Fort bleibe, mache ich mir nie einen Namen. Wann kann ich mich endlich mal beweisen? Aus Kalifornien und ich repariere kaputte Rohre. Ach so, Baupläne waren doch weiter oben, oder? Ich depp. Ja, entschuldigt. Also wieder zurück. Wir machen Atlas stärker, als es Fort Defiance je war. Ja, ja. Warum quatscht ihr mich alle voll? Soll ich unsere Geschichte studieren, wenn so viel Wartungsarbeit ansteht? Da, leichte Roboterarme. Ach so, kenne ich schon. Ach, das ist doch gemein. Ich habe irgendwas mit Rostig oder so gelesen. Na gut. Verschwundene Personen. Quest ab. Ach nee, Quest begonnen. Ja, ich soll jetzt die Gelehrte Valdez helfen. Das habe ich mir aber schon wirklich gedacht. Wir müssen uns von Amerika befreien, um es wieder aufzubauen. Aus dem Alten schmieden wir das Neue. Ja, kommt nach Berlin, kommt nach Berlin. So. Kannst du Marsha suchen? Sie steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Sie war eigentlich nach Foundation unterwegs. Aber eine Gruppe Anwärter ist kürzlich von dort zurückgekehrt und niemand hat sie gesehen. Was soll ich tun? Foundation? Könnte sie nach dem Supermutantenangriff verschwunden sein?
Wer ist Marsha nochmal? Der ist gut. Warum ist das wichtig? Dafür habe ich gerade keine Zeit. Ich frage nochmal, wer ist Marsha nochmal? Marsha ist die ältere der beiden Geschwister, die wir auf dem Weg nach Appalachia getroffen haben. Es gab einen Vorfall, der zum Tod ihrer Mutter geführt hatte. Paladin Ramani entschied dann, dass wir sie mitnehmen sollten, statt sie allein zu lassen. Das war jetzt nur eine Erinnerung für euch, ja? Falls ihr noch nicht wusstet, wer Marsha ist. Nein, Spaß. Das ist eigentlich eher eine Erinnerung für mich. Warum ist das wichtig? Einer unserer eigenen Leute ist verschwunden. Trotz ihres Ärgers auf die Bruderschaft sehe ich Marsha mittlerweile als Freundin an. Es war in Fort Atlas nicht einfach für sie. Und ich will mir gar nicht vorstellen, dass ihr was passiert ist. Sie ist als einen Gefallen für mich an. Ich habe euch doch schon genug Gefallen getan. Foundation, könnte sie nach dem Supermutantenangriff verschwunden sein? Daran hatte ich auch erst gedacht. Aber ich setze lieber auf Hoffnung und untersuche das weiter. Was soll ich tun? Rede zuerst mit ihrem jüngeren Bruder Max. Vielleicht weiß er ja, wo sie hin ist. Ich hoffe, dass ihr oder den anderen Verschwundenen nichts zugestoßen ist. Falls doch, während sie in unserer Obhut war, sorgen wir uns darum erstmal nicht. Das ist mir jetzt klar. Sei gegrüßt. Ja. Max war irgendwo, wo ich dich hingefunden habe auf Anhieb, ne? Scheiße. Genau, wo ging das nochmal lang? Wartet mal, ich werde erstmal diese sonstige Quest mal ausmachen, weil sonst führt die mich andauernd immer raus. Genau, so, sprich mit Max. 13 Schritte runter. Ja, kann mal jemand hier so eine Markierung auf dem Boden für mich machen? Weil ich finde immer diesen blöden Weg nicht. War das hier? Oder war das... Nee, hier ist glaube ich nicht, ne? Über 3000 Kilometer Fußmarsch fordern die Raider, die Ghule, wer oder doch hier? Bin ich doch nicht zu blöd? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin sehr blöd. Nee, da ist er. Hallo, Max. Maximo Leon. Willst du helfen, meine Schwester zu finden? Ja, wann hast du deine Schwester zuletzt gesehen? Oh, sehe ich aus wie ein Babysitter, das ist ja übel. Wer ist doch mal deine Schwester? Oh, das ist auch irgendwie bitter, oder? Ich sag lieber, ja, wann hast du deine Schwester zuletzt gesehen? Das letzte Mal habe ich Marsha gesehen, als sie wegen irgendwas nach Foundation ging. Ich glaube, ihr ist was Schlimmes zugestoßen. Sie sollte nur kurz nach Foundation, ist aber seitdem nicht mehr zurückgekommen. Ich weiß, dass sie mich nicht einfach so verlassen würde. Hat sie über irgendwas geredet, bevor sie gegangen ist? Du und deine Schwester steht euch nah, oder? Sie kümmert sich um mich, seit Mama gestorben ist. Einmal mussten wir unser Haus verlassen, weil ständig böse Leute kamen. Ich hatte mein Lieblingsspielzeug vergessen, eine Rüstungsass-Actionfigur. Marsha ging zurück, um sie zu holen, obwohl Mama es verboten hatte. Sie sagte, ich bin immer für dich da, Max. Und das war sie auch. Hat sie über irgendwas geredet, bevor sie gegangen ist? Nein, aber als sie ging, verhielt sie sich total komisch. Sie meinte, du weißt, dass ich dich lieb hab, oder? Oh, das ist kein guter Satz. Sowas sagt sie nie. Normalerweise eher Sachen wie, benimm dich, Max, oder sei jetzt still, Max. Ihr Freund Luis Ramirez könnte was wissen. Er ist auch ein Anwärter. Luis Ramirez, was ist das denn für ein Name? Ist ja ein Zungenbrecher hoch 3. Okay, jetzt muss ich wieder hoch. Luis Ramirez. Geiler Name. Appalachia ist unsere Chance aus vielen der Vergangenheit. Da. Hi, wer bist du denn? kann ich mal bitte mit dir helfen? Ich wollte mit dir über Marsha Leon reden. Leon? Ah, ja, okay. Was hat sie diesmal angestellt? Sie ist weg, du Dumpfbacke.
Ich gucke ja gerne immer so eine Crime-Sendungen, ne? Gerade übers Internet irgendwie, so wenn ich im Bett liege und am Einschlafen sein sollte. Und da gucke ich mir auch hin und wieder mal so eine Sache an, wie, wie heißt denn die Sendung? Dein Mörder ganz nah oder so ähnlich. Ach, ich weiß nicht genau, so ähnlich klingt da, heißt das. Und es ist komischerweise bei Verbrechen oft so, dass es wirklich im nahen Umfeld passiert, ne? Du weißt bestimmt was, mein Guter. Du weißt bestimmt, wo deine Freundin abgeblieben ist. Es wird vermutet, dass Marsha verschwunden ist. Diesmal macht sie überhaupt, nee, üblicherweise Ärger? Genau, das ist eine Sie gute konnte sich Frage. nach dem Tod ihrer Mutter nur schwer an das Leben in Fort Atlas anpassen. Die meiste Zeit verbringt sie damit, sich um Max zu kümmern. Dabei sollte sie auch mal an sich denken. Ja, das stimmt wohl. Ich kenne das Problem. Marsha hat mir erzählt, dass du. Ach Quatsch, Max hat mir erzählt, dass du mit Marsha eng befreundet bist. Ich weiß, dass Marsha ihre Ecken und Kanten hat, aber nur weil sie in ihrem Leben schon so viel durchmachen musste. Allerdings ist sie unglaublich stark und hat ein großes Herz. Sie sorgt sich um die Menschen in ihrem Leben. Ich bin froh, auch zu ihnen zu gehören. Es wird vermutet, dass Marsha verschwunden ist. Verschwunden? Nein, sie macht einen Botengang nach Foundation. Sie kommt bald wieder zurück. Hast du was zu verbergen, Junge? Wahrnehmung 4 plus, am Lügen musst du noch arbeiten, du weißt was, rede. Leute verschwinden und deine beste Freundin könnte auch darunter sein. Gelehrte Valdez glaubt, dass sie mittlerweile wieder da sein müsste. Okay. Ich nehme mal hier die Wahrnehmung 4 plus, am Lügen musst du noch arbeiten, du weißt was, rede. Na schön, ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass ihr was zustößt. Es könnte durchaus sein, dass sie bei der Raider Kriegspartei ist. Was? Okay. Okay, da muss ich mit der Raider-Kriegspartei reden. Warum sollte sie gehen, um sich den Raidern anzuschließen? Würde sie ihren Bruder wirklich verlassen? Raider? Wen interessiert schon, ob sie eine Raiderin ist? Die sind der Hammer. Okay. Würde sie ihren Bruder wirklich verlassen? Im Stich lassen? Nein, natürlich nicht. Ich habe ihr versichert, dass ich niemals zulassen würde, dass Max etwas passiert. Das war wohl genau das, was sie hören musste. Warum sollte sie gehen, um sich den Raidern anzuschließen? Sie hat mir gesagt, dass sie für Max so lange wie möglich bleiben wollte. Es sie aber irgendwann nicht mehr ausgehalten hat. Okay. Warum hat es ihr so wehgetan, bei der Bruderschaft zu leben? Ich glaube, ich bin nicht der Richtige, um ihre Geschichte zu erzählen, aber sie gibt ihn, uns die Schuld am Tod ihrer Mutter. Ach. Okay, da muss ich mit der Raider-Kriegspartei reden. Viel Erfolg und bitte bring sie zurück. Ja klar, du hast gerade mit Fanny geredet. Fanny bringt alle wieder zurück. Okay. Hol Marsha von den Raidern zurück. Oh, das wird, glaube ich, ein harter Kampf. Wir beschützen die Leute. Irgendwann erkennen sie das noch. Ja. Die Wissenschaft hat einst viele. In den Kommentaren wurde mir natürlich auch wieder geschrieben, ach, das ist leider schon wieder eine Weile her, dass ich ja meine ganzen Sachen ja auch benennen kann, wie Powerrüstung und so weiter. Ich werde das irgendwie mal hinbekommen, denke ich. Bruderschaft sagt, sie würde für eine bessere. Um auch einen besseren Überblick in meinem Inventar zu bekommen. Ich weiß, ich hatte damit schon mal angefangen, aber ich habe es irgendwie wieder fallen lassen, diesen Gedanken. So, wo muss ich denn jetzt hin? Das ist bestimmt wieder am A der Welt, ne? Und wie ihr wisst, finde ich, ohne mir die Quest anzuzeigen, immer rein gar nichts. Auf Karte. Ach ja, na klar. Bei Creator. Hätte ich mir auch denken können. Schnellreise. Oh ja, eine Todeskralle. Das war eine schöne Zeit, die getötet zu haben.
So, okay. So, ich bin mutig und werde jetzt mal ohne Powerrüstung. Hast du schon diese Mottenmann-Kultisten gesehen? Ja, ich habe die schon gesehen. Ein komisches Volk. Sechs und was? Ich bin eigentlich nicht mehr willkommen hier, ne? Dieses weiße Zeug soll schlecht für die Augen sein. Da kommt man auf Gedanken, was? Okay. Meinst du dieses weiße Zeug? Hi, Roxy. Warte mal. Eine einfache Nachricht. Es reicht völlig aus. Kugel, Messer, deutliche Worte. Du findest schon. Ach ja, richtig. Ich habe ja noch eine Quest, ne, von ihr. Von der Roxy. Komme ich hier eigentlich durch? Oh, hi. Ah, nein, ich wollte nicht auf das Tier schießen, verdammt. Wartet mal, wo laufe ich denn hin? Ach, da muss ich hin. Ich wollte gerade sagen, da geht ein Arschloch. Jetzt kann ich noch nicht mal mehr springen, oder was? Hey! Ich finde ja meine Figur, ne, am Rucksack so cool. Guck mal, wie die mitfliegt, wenn ich springe. Hui! Total geil. So. Okay. Crater Einsatzzentrale. Was ich außerdem auch noch... Wartet mal. Football? Was ich außerdem auch noch gerne machen würde wollen, wäre natürlich die Mission der Aufseherin. Jetzt ist aber die Frage, wie finde ich heraus, wo die nächste Mission der Aufseherin ist? Kann mir das jemand verraten? Weil ich würde es gerne auch zu Ende bringen wollen. Wir müssen etwas gegen sie tun. Ich gehe. Es ist eh meine Schuld. Das ist Marsha. Ich weiß, dass du unbedingt helfen willst. Aber Sheena und Burke sind die Besten. Alles, was denen Probleme macht, ist extrem gefährlich. Was machst du hier? Uno momento. Das muss ich mal ganz kurz hier festhalten für einen Screenshot. Ich beeil mich. So, dankeschön. Waffe runter, Fanny. So, Was gibt's? Hallo, Pierce. Du hast Nerven, hier aufzutauchen, nachdem du uns verraten hast. Marsha soll selbst was dazu sagen. Mein Gott, ist er da. Aber ich bin mir sicher, dass sie nicht zurück will. Verdammt richtig. Hör auf, unsere Zeit zu verschwenden und verzieh dich. Wow. Wahrnehmung 12 plus, wie ich sehe, sind Sheena und Burke verschwunden. Was hast du gerade erzählt? Woher weißt du, dass ich mit Sheena gearbeitet habe? Du kommst jetzt mit mir zurück zur Bruderschaft, Marsha. Ich muss gehen. Ich nehme mal die Wahrnehmung 12 plus. Wie ich sehe, sind Sheena und Burke verschwunden. Sehr scharfsinnig beobachtet. Das geht dich trotzdem nichts an. Wenn wir hier nur rumstehen und nichts tun, dann sterben sie. Sheena und Burke wollten beim AMS-Firmenhauptsitz etwas für uns beschaffen, doch sie sind noch nicht zurück. Marsha, verdammt. Tja, davon solltest du eigentlich nichts wissen, aber jetzt lässt es sich wohl nicht mehr ändern. Marsha kommt nicht mit dir zurück. Sie sucht Sheena und Burke. Sie wurde lang genug von der Bruderschaft rumkommandiert. Warum tut ihr zur Abwechslung nicht mal was für sie und helft uns? Ihr seid doch die Raider. Ich dachte, ihr seid stark genug, um ganz Appalachia irgendwie in Anspruch zu nehmen. Oh mein Gott. Ich bin Marsha hier, nicht um nach deiner Pfeife zu tanzen. Oh, der ist gut.
Warum sind sie bei AMS? Warum kannst du sie nicht zurückholen? Genau, ich nehme das hier. Ich bin wegen Marsha hier, nicht um nach deiner Pfeife zu tanzen. Ich gehe nicht nach Fort Atlas zurück. Du hast kein Recht, über mein Leben zu entscheiden. Ich gehöre nicht der Bruderschaft. Na schön, in Ordnung. Wir gehen zu AMS, um China und Burke zu suchen. Du hast keine Wahl. Du stehst unter dem Schutz der Bruderschaft. Okay, na schön, in Ordnung. Wir gehen zu AMS, um China und Burke zu suchen. Ich fühle mich besser, wenn einer von uns da ist, statt der Bruderschaft blindlings zu vertrauen. Jemand muss China und Burke retten. Jemanden von uns? Wirklich? Ich beweise dir, dass ich hierher gehöre, Pierce. Ich mache es wieder gut. Dass du bereit bist, dein Leben vor uns aufs Spiel zu setzen, zeigt, dass du Teil dieser Familie bist. Bring meine Leute wohlbehalten zurück. Wir treffen uns bei AMS. Ich komme danach aber nicht mit dir zurück. Ich habe jetzt eine neue Familie. Ich wollte gerade sagen, Leute, er redet so... Bist du aus einem Grund hier? Ach, halt doch die Klappe. Ich dachte, ne, eigentlich habe ich jetzt gedacht, dass ich alleine jetzt nach Burke und so suchen soll und habe mich gewundert, warum er jetzt sie lobt dafür, aber sie kommt ja anscheinend mit. Okay, triff dich im AMS-5-Hauptsitz mit Marsha. Gut, gut, gut. Wer sich mit meiner Familie anlegt, erlebt sein blaues Wunder. Boah, ey. Mach mal den Kopf zu. Wenn du nicht für uns bist, bist du gegen uns. Ja, ha, ha, okay, in Votoga. In Votoga. Alles klar. Gut, meine Lieben, das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Ich werde jetzt erstmal hier rausgehen. Alles klar. So. Oh, ehe man sich hier bewegen kann, dann. Ja, gut. Super. Gut, gut, meine Lieben. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, für eure Likes und für eure Kommentare. Auch für die neuen Abonnenten bedanke ich mich. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. In der nächsten Folge werden wir dann zu AMS-5-Hauptsitz gehen, um mich mit Marsha zu treffen. Und dann schauen wir mal, wie es dann weiterläuft. Vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.